liebe Kochfreunde, heute machen wir eine ganz leckere, grobe, geräucherte Bauernlebernwurst. Wer sie etwas fetter möchte, der kann einen Teil des Bauchspeckes mit Rückenspeck ergänzen und noch etwas Kesselbrühe einrühren, dann wird sie flüssiger. Aber ich mag es nicht so fettig, ich nehme nur Bauchspeck und Leber. Viel Spaß beim Zuschauen, wir sehen uns! Leberwurst mit Zwiebeln brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier Schweinebauch mit Schwarte, natürlich frische Leber, Zwiebeln, die Gewürzmischung, Ingwer. Die genauen Zutaten und Zusammensetzung der Gewürzmischung wie immer am Ende des Videos. Zusätzlich brauchen wir noch etwas Schweineschmalz, in dem wir die Zwiebeln anbraten. Fangen wir an und wolfen das Fleisch. Fleisch und Leber wird zu 2/3 durch die kleine Scheibe, 3 mm, und das andere durch die grobe Scheibe, weil wir ja auch noch ein paar grobe Stücke drin haben wollen. So, den Ingwer hatten wir gerade schon. Jetzt kommen auch noch die Zwiebeln mit dazu. Alles durch die feine Scheibe, damit es richtig schön püriert wird. Die Leber kommt roh dazu. Kommt die rohe Leber auch dazu? Jetzt wechseln wir die Scheibe aus. Und machen den Rest durch die grobe, große Scheibe. 6 mm oder 8 mm, was ihr da habt. So, bauen wir die große Scheibe hier ein. Topf wieder drunter. Und jetzt geht's weiter mit der 6 mm Scheibe. Zuerst die Leber und dann der restliche Bauch. So, jetzt haben wir alles schön gewolft durch die kleine und die große Scheibe. Jetzt müssen wir das Ganze verrühren und die Gewürzmischung hier dazu. Habe ich hier alles zusammengepackt. Wie viel genau man von jeder Sorte braucht, steht am Ende des Videos. Alle Angaben dort sind für 1 Kilo Wurstmasse. Ich habe hier etwas mehr, dadurch sind die Gewürze auch mehr.
Jetzt haben wir hier Schweinekrause und da füllen wir die Wurst hinein. Bisschen kompliziert, weil mein Trichter hier, der ist nicht groß genug, aber werden wir hinkriegen. Wir haben jetzt 3 Schweinekrausen mit der Wurstmasse befüllt und vor dem Räuchern werden sie jetzt 60 Minuten bei 80 Grad in der Kesselbrühe gebrüht. Und dann geht's ab in den Ofen zum Kalträuchern. So sieht sie nun nach 2-mal Kalträuchern aus, unsere leckere Bauernleberwurst mit Zwiebeln. Hier im Anschnitt sehen wir, die ist schön grob. Ich mag diese ganz feine Leberwurst ja gar nicht. Riecht lecker nach Rauch, sehr, sehr lecker. Sie hält bloß nicht allzu lange, aber ich werde eine vakuumieren und einfrieren. Das geht auch, denn man muss sie in 3-4 Tagen am besten aufessen, sonst wird sie schlecht. Sehr, sehr lecker Leberwurst selber machen.